Yogi Löw verrät erstes Aufstellungsgeheimnis. Confed Cup-Kapitän Julian Draxler wird beim WM-Auftakt der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Mexiko in der Startelf auflaufen. So viel kann ich schon sagen, Julian wird von Anfang an spielen, sagte Bundestrainer Joachim Löw, 58, dem ZDF. Der Profi von Paris Saint-Germain erhält damit am Sonntag, 17 Uhr MES/ZDF und SK, vermutlich auf dem linken Flügel den Vorzug vor dem Dortmunder Marco Reus, der zunächst nur WM-Joker sein dürfte. Die Offensivreihe im Mittelfeld hinter Angreifer Timo Werner dürften damit Thomas Müller, Mesut Özil und Draxler bilden. Der 24-Jährige hatte die junge deutsche Mannschaft vor einem Jahr beim Sieg im Konfederationscup als Kapitän angeführt. Durch dieses Turnier habe Draxler nochmal einen großen Schritt gemacht, sagte Löw.